Hallo Freund, das heutige Google Doodle feiert den 94. Geburtstag von Anne McLaren. Anne McLaren, britische Wissenschaftlerin und Autorin, die allgemein als eine der bedeutendsten Reproduktionsbiologen des 20. Jahrhunderts gilt. Ihre Grundlagenforschung zur Embryologie hat unzähligen Menschen geholfen, ihre Träume von Elternschaft zu verwirklichen. Anne McLaren wurde am 26. April 1927 in London geboren. Als Kind spielte sie eine kleine Rolle in dem Science-Fiction-Film The Shape of Things to Come von H.G. Wells aus dem Jahr 1936. Sie studierte Zoologie an der Universität von Oxford, wo ihre Leidenschaft für die Wissenschaft erst wuchs, als sie von talentierten Biologen wie Peter Medawar lernte, einem Nobelpreisträger für seine Forschungen zum menschlichen Immunsystem. In den 1950er Jahren begann McLaren mit Mäusen zu arbeiten, um die Biologie der Säugetierentwicklung besser zu verstehen. Während die Themen ihrer Forschung winzig waren, erwiesen sich die Implikationen ihrer Studie als massiv. Durch das erfolgreiche Züchten von Mausembryonen in vitro, in Laborgeräten, zeigten McLaren und ihr Kollege John Biggers die Möglichkeit, gesunde Embryonen außerhalb des Mutterleibs zu erzeugen. Diese wegweisenden Erkenntnisse, die 1958 veröffentlicht wurden, ebneten den Weg für die Entwicklung der In-vitro-Fertilisationstechnologie, IVF, die Wissenschaftler 20 Jahre später erstmals erfolgreich beim Menschen einsetzten. Die Entwicklung der IVF-Technologie war jedoch mit großen ethischen Kontroversen verbunden. Zu diesem Zweck war McLaren der einzige Wissenschaftler im Warnock Committee gegründet. 1982. Einer Regierungsbehörde, die sich der Entwicklung von Richtlinien im Zusammenhang mit den Fortschritten in der IVF-Technologie und Embryologie widmet. Ihr Expertenrat für das Komitee spielte eine wesentliche Rolle bei der Verabschiedung des Gesetzes über die Befruchtung und Embryologie des Menschen von 1990, eine bahnbrechende, aber umstrittene Gesetzgebung, die die In-vitro-Kultur menschlicher Embryonen auf 14 Tage nach der Embryonenbildung beschränkt. 1991 wurde McLaren zum Außenminister und später zum Vizepräsidenten der ältesten wissenschaftlichen Einrichtung der Welt, der Royal Society, ernannt und war damit die erste Frau, die jemals ein Amt in der 330-jährigen Geschichte der Einrichtung innehatte. Alles Gute zum Geburtstag, Anne McLaren. Vielen Dank für all Ihre unglaubliche Arbeit und dafür, dass Sie viele neue Generationen dazu inspiriert haben. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Bitte mögen Sie dieses Video und abonnieren Sie meinen Kanal.